Da ich auf meinen Eis-Turntables noch immer nicht arbeiten darf, scratch ich heute auf diesem komischen Rad hier rum. Ich erkläre euch gleich, was das soll. Das ist an meinem Fahrrad hier befestigt. Ich werde damit heute im Krankenhaus landen. Ich werde ein krasses Wunder erleben. Ihr seid dabei, seid gespannt. Aber zunächst darf ich euch kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Das ist Fido. Die haben mir dieses Klapprad, Elektrorad zur Verfügung gestellt. Das hat alles, was man braucht. Geiles Design, Lichter, Scheibenbremsen. Du hast einen Akku im Sattel drin, den du rausnehmen kannst. Den kannst du halt zu Hause laden, wieder reinstecken. Bis zu 130 Kilometer kannst du damit fahren. Und halt das Geilste, du kannst das Ding komplett einklappen, komplett zusammenfalten. Hier seht ihr mal in Echtzeit, wie ich das mache. Das ist halt perfekt für den Zug, ne? Mal unter uns, was kostet so ein Ticket, ne? Da zahlst du einfach nichts, weil das ein Handgepäckstück ist. Aber es ist trotzdem halt ein Rad, mit dem du alles machen kannst. Gelände, lange Touren. Kannst es wie so ein Koffer einfach auch vor dir herziehen. Wiegt 20 Kilo, aber ihr seht hier, super verpackt und ja, stört halt auch keinen im Zug, ne? Es ist sehr angenehm zu reisen. Ich starte mit einem Eis bei Skulls Garden, da wo ich zu Gast bin. Warum? Weil heute gehe ich 3 Stunden auf einfach eine random Fahrt. Ich lasse den Zufall bestimmen, wo auch immer ich vorbeikomme in Berlin. Muss ich ein Eis essen, ne? Also wenn es da irgendwo eine Eisdiele gibt, so ist die Regel, muss ich mir ein Eis holen, ob das jetzt 100 werden, ob das 4, 5 werden, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich einen leeren Magen, fahre einfach mal gegen Mittag los und immer, wenn ich an irgendeine Kreuzung komme, drehe ich an diesem Rad, ihr habt es schon gesehen, und muss da halt dann rechts, links, geradeaus, außer zurück. Das ist, ja, das muss ich nicht. Und dann fahre ich einfach hier, ihr seht schon die Route, mit so einer App habe ich alles aufgezeichnet, Richtung Prenzlauer Berg rein und komme dann an Kulteis vorbei. Die kenne ich sogar. Da habe ich mal gewohnt in der Nähe. Die machen richtig leckeres Eis, keine Frage. Da habe ich mir so ein Pistazien-Kokos-Eis geholt. Sehr, sehr lecker. Kann ich empfehlen. Fahre dann gleich weiter. Das war so das Eis Nummer 1 jetzt quasi, ne? Und jetzt hat mich der Zufall in eine Gegend geschickt, wo es echt viel Pflastersteine gibt. Das ist leider so in Berlin, Prenzlauer Berg, üblich. Zum Glück habe ich ein bisschen Luft aus den Reifen gelassen. Das war cool. Und ich habe den Sattel ausgetauscht, weil der Sattel, der mitgeliefert wird mit dem Fido, der ist schon ein bisschen hart. Aber so war das wunderbar machbar. Also nach einer kurzen Zeit fühlst du dich einfach wie auf einem ganz normalen Fahrrad, ne? Das hat irgendwie nichts von einem kleinen Klapprad. Hier schon die nächste Eisdiele. Das sieht man immer an diesen schönen großen Eisen, die da rumsteht. Sowas brauchen wir echt auch. Keine Ahnung, wo es die gibt, aber ich glaube, die sind teuer. Da habe ich mir, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir da geholt habe. Keine Ahnung, der Hund hätte auch Bock gehabt, das Eis zu essen. Habe ein bisschen scharf gemacht, aber ja, ne? Direkt weiter. Zweites Eis im Bauch, immer nur eine Kugel, das reicht. Dann kam ich in eine Ecke, du, das war richtig ätzend. Das war Nord-Prenzlauer Berg, Pankow da hinten. Da waren erstens übelst krasse Pflastersteine und ich kam einfach aus dieser Ecke da nicht mehr so heraus. Bis ich dann irgendwann doch den Ausgang gefunden habe noch. Und dann hat mich der Zufall auf so eine größere Straße, auf so eine Brücke geleitet. Und da ging es jetzt rüber in den Wedding. Ja, der wilde Wedding, ne? Da gleich sieht man hier viele Grills, Döner, sonst was. Das zeichnet ein Wedding auch teilweise aus. Da habe ich auch mal gewohnt. Fahrradwege sind so lala gut ausgebaut. Aber hier ging es, ja. Und ich hatte so eine kleine Kamera auch dabei. Ihr seht das im Schatten, die mich von überall filmen kann. Im Nachhinein kann ich dann bestimmen quasi, wo der Bildausschnitt sein soll. Das ist ganz cool. Hier seht ihr, ich drehe die ganze Zeit. Das Ding zeigt immer auf mich. Die Regel ist, dass es halt wirklich in eine Richtung zeigen muss, wo man auch langfahren kann. Hier fahre ich über die wirklich schönste Brücke Berlins. Meiner Ansicht nach, da hat auch Tom Hanks schon mal einen Kinofilm gedreht hier. Das ist wieder rüber vom Wedding gen Prenzlauer Berg. Ja, da fahre ich sehr oft, wenn ich auch vom Bahnhof zur Eisdiele fahre. Ich bin ja auch ein Pendler, ne? Aber für längere Strecken nehme ich immer dieses Rad. Sonst habe ich ja mal meinen E-Scooter für meine Sachen, wenn ich halt ja kurz irgendwie unterwegs bin oder zum Laden fahre. Der geht ja auch 60 Kilometer, aber für so Touren, auch nach Hamburg bin ich gefahren, bin ich mit diesem Rad gefahren, schon 250 Kilometer und ich liebe es einfach. Sieht halt so geil aus und ja, ist halt ja einfach so mobil und trotzdem ein vollwertiges Rad. Also ja, kann es wirklich nur ganz herzlich, sagt man, ne? Herzlich ans Herz legen, sage ich jetzt mal. Nee, ohne Scheiß, ne? Ich habe die angefragt, ob ich das ja, bekomme, auch für den Dreh, weil diese Idee wollte ich schon sehr, sehr lange umsetzen. Hier war der Bundesnachrichtendienst, ne? Ihr seht dieses Riesengebäude, ganz viele Kameras, da war es ein bisschen komisch. Und hier, ja, da gibt es einen Hungerstreik, glaube ich, Friday for Future, so wer da ist. Ein bisschen komisch, dass ich jetzt hier so eine Eis-Challenge mache, während hier Leute einen Hungerstreik haben.
Gut, aber das ist nicht das Thema hier. Ich war kurz vorm Krankenhaus Charité und bin dann wieder rechts umgeleitet worden in eine Sackgasse rein. Keine Ahnung, dieser Zufall. Das war schon echt random, wo man da hingeführt wurde. Und hier kam ich in das Charité-Gelände rein. Ich habe erst gefragt, darf man hier rein, Fahrrad und so? Er meint, ja, kein Problem. Und da kam ich nicht mehr raus. Wunderschöne Gebäude da überall, ne? Die Charité, gibt es auch diese Fernsehserie und so. Und ich kam da einfach nicht mehr raus. Ich bin da überall rumgefahren. Witzig, weil da habe ich auch studiert und bin als Student da vor ein paar Jahren rumgelaufen. Jetzt als YouTuber, TikToker mit so einem komischen Rad am Fahrrad. Das war schon ein bisschen, ja, komisch. Dann kam ich raus, endlich, und dann kam ich wieder rein. Dachte ich, nein, ey, das wird so enden. Ich werde da unglaublich viel in der Charité einfach jetzt irgendwie rumfahren und so. Da sieht man, da fahre ich die ganze Zeit hin und her und irgendwann schaffe ich es dann raus Richtung Bahnhof, war das da hinten, dieser Hinterausgang, und komme durch diese Riesenbrücke durch Richtung, jetzt schauen wir mal, ja, da war, genau, da war die Entscheidung, ob ich jetzt zum Brandenburger Tor fahre oder nicht. Und das wäre ja ultra krass, ey, wenn ich zum Brandenburger Tor komme und da durchfahren kann. Weil ich meine, ich bin ja random gestartet. Ich hätte auch irgendwo in Brandenburg und so landen können. Nee, kurz vor dem Brandenburger Tor, schaut mal, da ging es nochmal. Oder, ja, da muss ich nochmal gucken. Genau, da war die Entscheidung. Fahre ich durch? Nein, ich muss nach rechts. Ich kann nicht durchfahren durchs Brandenburger Tor. Das wäre auch zu krass gewesen. Aber jetzt passt auf, Leute, es gibt's doch einfach nicht. Ich fahre nach rechts und da ist eine Baustelle bzw. eine Absperrung. Dann heißt einfach die Regel, ja, zurück, ne? Du kannst ja da nicht weiter. Und dann war nochmal die Entscheidung, fährst du jetzt rechts durchs Brandenburger Tor durch? Und ja, tatsächlich, der Zufall sagt, ich soll da durchfahren. Da war auch ein bisschen abgesperrt, deshalb musste ich rechts lang. Aber Leute, das ist doch, als ob man das erste Mal beim Golfspielen den Ball abschlägt. Ich habe noch nie Golf gespielt, aber so stelle ich es mir vor. Und er fliegt dann einfach hunderte Meter direkt ins Loch rein. Das ist doch ein kranker Zufall. Wie kann das sein, dass ich irgendwo kilometerweit weg bei Scholes Garden, bei so vielen Straßen, random fahre und nach über einer Stunde oder so, dann einfach durchs Brandenburger Tor fahre? Und dann kam ich nochmal an diese Stelle, wo ich entscheiden muss, Richtung Brandenburger Tor. Aber dann bin ich Richtung ARD da hinten abgebogen. Dann ging es nach links. Da sieht man sogar Bundestag. Da wäre ich auch fast noch vorbeigefahren. Also, ich weiß nicht. Schreibt mal in die Comments. Das ist doch ein kranker Zufall. Wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit? Und mal wieder ein Eis. Ich kam jetzt lang nicht mehr an Eis vorbei. Hier, die haben Pizza und Eis gemacht. Also so dieses italienische Motto. Und da habe ich so eine vegane Schoko Ice Cream gegessen, die war sehr, sehr lecker, muss ich sagen, direkt an der Friedrichstraße. Da seht ihr, ja, ich komme voran, ne? Und dann kam ich in eine Ecke, irgendwie Berlin-Mitte, da war ich echt noch nie. Wunderschön, keine Ahnung, aber ich war wirklich noch nie da nach 15 Jahren Berlin, aber es war sehr, sehr holprig, irgendwie nur so Pflastersteine und so. Dachte ich, ja gut, ne? Die 3 Stunden gehen langsam vorbei. Wo wird jetzt meine letzte Eisdiele sein? Und tatsächlich, ich lande bei Chimneys, das kenne ich auch, diese Ecke. Da gibt es diese leckeren Baumstriezel und ja, das ist auch ein Eis, weil das wird komplett mit Eis gefüllt, ne? Du hast da so einen Baumstriezel, kennen wir aus Tschechien, aus Prag und so, und dann hauen die da dieses komplett, ist alles vegan rein und es sieht unglaublich geil aus, aber es ist eine Riesenportion. Die hatten leider nur die ganz große Portion und ich war schon so voll. Das ist jetzt, glaube ich, mein 5. Eis insgesamt. Und da enjoy ich einfach bei diesem Park und genieße die Aussicht. Und ja, das war dann auch das Ende. Da sieht man die ganze Tour, wie ich sie da abgerockt habe. Das hat wirklich der Zufall entschieden. Ne? 3 Stunden habe ich abgebrochen und ja, war eine krasse Nummer. Wollte ich schon ewig mal machen, habe ich gemacht. Cool, dass ihr mit dabei wart. Danke an Fido nochmal für das Bike. Macht sehr großen Spaß, werde noch weitere Touren damit machen. Und ja, war mal was anderes. Meine Turntables funktionieren aber jetzt dann wieder. Dann gibt es wieder ganz normale Videos. Ciao, ich bin raus.